und machen jetzt hier den neuen Hotkey hin, F8, bitte hier hin zoomen, so, 2, F8, perfekt, hier geht's halt weiter. So, das heißt, BF, nee, X, an die Floodgates. Ja, wir müssen ja einzeln setzen, ne? Natürlich. So, einmal die Floodgates setzen. Eine Wand noch hier hinsetzen. Wo sind meine... Nee, das Chert braucht ihn nicht so weit schleppen. Nimmt die Chert Bars. Die können wir zwar noch weiter schleppen, aber sind wenigstens leichter. Block, so. Das heißt aber auch... Wir reißen hier oben die Wand einmal kurz weg, weil sonst kommen sie da nicht anders hin. DC, nein, nicht DC, DN. Move Construction, so. Nimmt die Wand da raus. Dann können die hier gleich nochmal channeln. Ja, der ist halt voll jetzt. Fühlt sich hier alles jetzt nach und nach wieder. Weil der gesamte Ablauf hier, man sieht alles voll mit 7. Sich bis oben hin gesteckt. Das heißt, wir brauchen uns hier keine Sorgen machen. Da passiert nichts mehr. Deswegen machen wir es jetzt halt über den Weg. Dürfen wir nachher noch nicht vergessen, da auch nachher wieder die Mauer wieder hinzusetzen. Dann fühlen wir uns wohler. Das ist nämlich nachher die einzige Möglichkeit, hier hinzukommen. Ist ja schön, dass hier jetzt aktuell eine Treppe ist und so weiter, aber wenn die Floodgates drin sind und die Wand, dann kann ja keiner mehr hoch. Deswegen müssen wir bis dahin die andere Ecke auch frei haben. So, jetzt kommt der Miner, zieht das hier durch, hoffentlich. Bis dahin, danach können von mir aus zwei andere anfangen und dann 3, 4, 5, sodass wir das hier fertig kriegen. Machen wir hier die zweite Ebene gleich mit. Oder nein, wir lassen das. Ich mache das Ebene für Ebene fertig, sonst mache ich mir nachher nur einen Kopf. So viel Zeit haben wir morgen dann trotzdem. So, kann ich den noch für mehr verurteilen? Natürlich. So. Es gibt genug Zeugen, du hast das nämlich in der Taverne gemacht. Ist mir egal, ich verurteile dich für alles Mögliche. Hast auch die Katze, hast du auch noch geschlagen. Aber bestimmt Santis Katze, ist sie jetzt tot? Ich will keinen depressiven Santi nachher haben. Reicht, wenn wir die anderen drei Depressiven haben. Oder den einen wild um sich schlangen Administrator, der reicht mir. Dann brauche ich nicht noch einen verrückten Katzenliebhaber. Der rumläuft und alles kaputt schlägt. Angriff! Wer kommt denn? Goblins. Moment. Wie? Ich brauche ein neues Bow. Wo war es mit dem Name? War es erst, wenn ich drinne war, ne? So, Name Bow, das ist jetzt Graben. Das muss einmal im Bow sein. Sonst machen die jetzt wochenlang nicht weiter. Problem ist, dass das generell. Warte, das auch noch. Ach komm, mach den Weg gleich mit rein. Falls wir länger brauchen, dann kannst du auch channeln. So, bis da. Da sehe ich den Weg jetzt wenigstens auch noch mal. Huch. Ich weiß nicht, ob was über mehrere Ebenen macht. Wenn ich jetzt so mache. Das überall. Okay.
merke ich mir. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mache, geht das bis da. Okay. Huch, okay. Das ist mir egal hier. Wir haben einen sehr umständlichen Weg gebaut, fällt mir gerade wieder auf. Aber er ist ja funktional, ne? Muss man so sehen. Huch. Genau, hier sind wir auf das Wasser gestoßen. Was wir nicht wollten. Hätten wir den Planungswechsel. Hier kommt jetzt gleich die Mine. So. Bis da. So. Haben wir's. So. Nein. So. M-A. Innere Verteidigung normal und Graben wird aktiviert. Die beiden Sachen draußen, die lassen wir einfach mal. So. Das heißt, alle Waffenfallen sind gleich erstmal wieder suspended. Die ganzen Discs liegen gleich wieder überall rum. Und egal. So. Schiff B. Das vielleicht noch nicht. Weil wir aktuell zu viele Zwerge haben, die hier über die Brücke laufen würden. Dann schon wieder weg. Sind einfach wieder abgehauen. Weil ich mache mir diese ganze Arbeit hier, ne? Und dann kommen die nicht mal. Das ist wie am Anfang, wo zwischendurch immer diese komischen Goblins gekommen sind und direkt wieder abgehauen. Das hätte ich mir denken können, als diese ersten fünf da waren. So, ich habe jetzt suspended die, die nicht. Die. Die sind noch nicht mit angefangen. Die. So. Könnt bitte weitermachen. Kurz vorm Ziel hat der Miner sich entschieden. Nee. Nee, danke. Wenn er wenigstens die beiden noch gemacht hätte. Dann hätten jetzt zwei Miner kommen können. Jetzt steht doch fest, eine Wand. Oder eine entfernt jetzt das. Aber okay. Machen wir das Gehege wieder auf. Müssen die jetzt auch nicht einsperren. Snatcher! Oh nein! Wo bist du denn jetzt? Wann kommt die denn? Wo bist denn du? Ach, da draußen. Goblin Thief. Alter, die haben wir ja schon ewig nicht gesehen. Hat die überhaupt schon mal? Ist schon mal ein Snatcher? Müsstet ihr jetzt nicht eh abhauen? Ich dachte, die hauen immer ab, wenn sie erwischt wurden. Anscheinend nicht. Was mache ich jetzt mit denen? Die sind doch sonst immer... Snatcher sind doch immer abgehauen, wenn die erwischt wurden. Die waren doch immer kein Bock, sich... Deswegen packt man normalerweise auch die Hunde sozusagen an den Eingang, weil die erschnüffeln dann ja halt die Snatcher. Jetzt wurde er von einer Katze gefunden. Ja, wenn du jetzt gleich da abbiegst.
Okay. S, A, K. Tötet ihn. Läuft doch einfach, wo die Waffen fallen, rüber und stirbt. Auf alle Fälle scheint ihn die Katze nicht zu interessieren. Ist doch der, das ist der. Die Katze interessiert ihn nicht. Jetzt haut ab. Kommt doch wieder? Was hat er vor? Nee, ist weg. S-A-O. Er ist weg. Oh Gott sei Dank, das kann Sinn ergeben, dass der nicht wegläuft. Die hauen immer ab. So. Genau, jetzt kann nämlich ein zweiter Miner auch kommen. Und danach kann noch ein dritter mit einsteigen und dann kann ein vierter mit einsteigen, fünfter, sechster, bis da sozusagen ja alle durch sind. Ja, läuft denn jetzt genauso wie geplant. So, genau, da kommt nämlich jetzt schon der nächste wieder. Er gräbt sich weiter. Oh, tak, tak. Sucht sich jetzt auch einen aus, welchen er weitergehen möchte. Er geht geradeaus weiter. Der nächste Miner geht nach unten. Und so weiter und so fort. Gut, die Miner brauchen ein bisschen, bis sie hier sind. Aber es ist ja nicht schlimm. Nicht so lange wie nach ganz unten. Vor allem brauchen wir nachher wahrscheinlich nur, keine Ahnung, 20, 30 Steine, Mauern setzen. Dann haben wir das hier komplett fertig. Also das Prinzip hier funktioniert. Das machen wir dann morgen sozusagen hier unten in der Ebene auch noch. Und dann passt das. Da ich jetzt schon morgen gesagt habe, werde ich glaube ich jetzt auch gleich so in Viertel vor, so in 5 Minuten, werde ich hier auch gleich Schluss machen. Wie gesagt, seit heute schon. Was liegen jetzt für Waffen? Warum liegt die Disk denn jetzt hier? Ihr dürftet da gar nicht liegen. Waffen, Traps, Components. Ach so, ja. Deswegen. Keine Waffen, Dings hier. Wir sollten doch nur die Waffen hin, die wir verkaufen wollen. Mensch, die. Deswegen, Mann. Die haben nicht die Waffenfalle befüllt. Die haben die alle da oben eingelagert, nur die ganzen Scheiben. Ich dachte schon, boah, sind die schnell. Nein, darum ging es denen gar nicht. Ich hab so gedacht, oh, wir können was durch die Gegend schleppen. Das ist ja super. Wir haben auf alle Fälle genug Miner, um sowas jetzt hier relativ zeitnah fertig zu kriegen. Ich sage extra relativ, weil die schnellsten sind es nicht. Aber wir haben genug Miner, die auch vorankommen. Ein paar Legendaries haben wir ja, glaube ich, auch darunter. So, er hat sich jetzt entschieden, nach unten zu gehen. Das heißt, wir haben 2, 4, 6, 8, 10. 10 Miner sind hier unten jetzt beschäftigt. Haben wir nur 10 Miner? Das kann sein. Nee, da kommt noch ein Elfter. Habe ich es gerade gewechselt. Und direkt noch ein Zwölfter hinterher. Sieht so schön aus, wie das so blinkt und man weiß, da geht es irgendwann mal los. BG. So. Hier kommt die Brücke hin. Die
sich nach oben raised, auch aus Shared Blöcken. Die bekommt dann nämlich auch den Namen Steuerung N. Das ist die Adamantine Bridge. So. Bloodgate Adamant. Link Floodgate. Nämlich das. Das sind 10. Das müsste nachher theoretisch genau aufgehen. Und das noch. Perfekt. So. Die Brücke wird gebaut, die Floodgates werden angeschlossen. Die Brücke muss danach noch an dem anderen Hebel angeschlossen werden. Dann werden die beiden einmal getestet. Wenn beides getestet wurde, lassen wir das hier einmal volllaufen. Dann können wir auch hier oben die Mauer wieder reinsetzen. Ja, nach dem Plan. Dann haben wir hier das sozusagen schon mal vorbereitet. Dann läuft das so, wie wir es haben wollten. Und wie gesagt, als nächstes, wir lassen das hier einmal alles ausminern. Dann setzen wir da diese, keine Ahnung, maximal 30 Mauerstücken, die wir da brauchen. Das ist ja schnell gemacht. Wir haben genug Idler, die das einfach mal innerhalb ein paar Minuten fertig machen. Dann brauchen wir genau dasselbe Konstrukt, nochmal eine Ebene tiefer. Und dann geht es in die Adamantium-Ader und wir schauen, was passiert. Ob wir dann darüber runterkommen. Wie gesagt, das mache ich dann morgen, so ab 14:15 Uhr, wie es halt danach passt. Ich bedanke mich, dass ihr heute dabei wart. Freue mich halt, euch morgen sonst wiederzusehen. Und ansonsten erst am Sonntag wieder. Ich hoffe noch weiterhin dann mit dieser Festung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.